Untröstlich, unnötig, unverzeihlich. Ein bitterer Abend auf Schalke. Die Hoffnung war groß, die Ausgangslage gut. Doch machten die Königsblauen nichts daraus. 2:3 gegen Galatasaray Istanbul, das Aus, schon im Achtelfinale der Champions League. Ja, sehr unglücklich und unnötig vor allem, weil wir waren heute auch wieder wie im Hinspiel die bessere Mannschaft. Und es ist einfach bitter, dann gegen auch so eine Mannschaft auszuscheiden. Ja. Manchmal weiß man auch nicht, woran das so gelegen hat. Oder kann man da auch keine Gründe für nennen. Aber es ist leider passiert und wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt. Dafür eine sehr gute zweite Halbzeit, auch vom Engagement und auch von den spielerischen Elementen, aber leider hat es nicht gereicht heute. Ich glaube, dass wir natürlich auch hätten gute Chancen gehabt, weiterzukommen und wir haben es halt einfach verbockt. Dem Derby-Rausch folgte der Schock in der Königsklasse. Ernüchterung. Was bleibt, ist die Bundesliga. Ich denke, die Mannschaft hat nichtsdestotrotz in den letzten Wochen ein sehr, sehr gutes Gesicht gezeigt, auch heute in der zweiten Halbzeit bewiesen, zu was sie imstande ist. Und deswegen können wir trotz der Niederlage erhobenen Hauptes nach Hause fahren. Wir haben jetzt super Wochen hinter uns, die letzten 2-3 ging es bergauf. So ein Schlag. Man ist natürlich enttäuscht, aber es geht weiter. Wir dürfen uns dann entmutigen lassen. Jetzt ist die Bundesliga oberste Priorität, wir haben nur noch das. Und wir haben jetzt eigentlich einigermaßen gute Ausgangsposition und wollen einfach noch genug Punkte holen, damit wir nächstes Jahr wieder in der Champions League spielen. Rückschritte gibt es immer und da muss man jetzt versuchen, wieder nach vorne zu kommen und das abzuhaken. Man wird immer wieder fallen, aber immer wieder aufstehen.